Ihr erwartet euch ein Puzzlespiel, das sich offensichtlich an den Klassiker Boulder Dash orientiert. Ihr grabt euch durch das Erdreich, sammelt Sachen ein und müsst dabei auf fallende Steine und Monster achten. Richtig viel Neues fügt das Spiel nicht hinzu. Fans des Spielprinzips können sich aber auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Nailing Scale ist ein Action-Puzzler. Aus der Seitenperspektive steuert ihr ein kleines Männchen mit Hut und müsst in den Leveln euren Weg zum Ausgang finden. Die Besonderheit steht dabei schon im Namen. Ihr könnt Nägel verschießen. Damit erledigt ihr nicht nur Gegner, sondern könnt diese auch in Wände schießen und euch damit dann selbst eine Sprungplattform bauen. Joa, wie der Name schon sagt, erwartet euch hier ein Basketballspiel. Ihr spielt jedoch nicht im klassischen Modus, sondern in 1 gegen 1 Kämpfen. Dazu könnt ihr aus einer Bandbreite von damaligen NBA-Stars auswählen. Braucht wer heute noch sowas? Hier stand der bekannte Rennfahrer Pate für ein waschechtes Formel-1-Rennspiel. Im Gegensatz zum Klassiker F1-Race wird hier jedoch aus einer Cockpit-Ansicht gesteuert und ihr habt die Auswahl aus verschiedenen Kursen, Wetterverhältnissen und so weiter. Technisch für die Verhältnisse des Gameboys okay, leidet aber natürlich an einer schrecklichen Framerate. Ninja Gaiden Shadow ist bei uns in Europa unter dem Namen Shadow Warrior erschienen und ist natürlich ein Spiel aus der Ninja Gaiden Serie. Euch wird ja ein sehr guter Action-Plattformer geboten, indem ihr den Ninja Ryu steuert. Als Hauptwaffe steht euch natürlich euer treues Schwert zur Seite, aber ihr könnt auch andere hilfreiche Gimmicks wie einen Wurfhaken einsetzen. Ein prima Spiel, das ich nur empfehlen kann. Operation Sea ist bei uns unter dem Namen Probotector bekannt. Hier schießt man mit Robotern auf Robotern und nicht mit Menschen wie im Original. Ansonsten erwartet euch hier ein herrliches One-and-Gun-Game, das ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Paperboy 2 ist ein Nachfolger vom Spielhallen-Klassiker. Erwartet jetzt aber bitte bei dem Mod Nachfolger keinen Riesensprung. Der Titel verbessert das Spiel eher im Detail. Als Zeitungsjunge fährt ihr auf eurem Fahrrad eine gefährliche Nachbarschaft entlang und müsst, naja, Zeitungen austragen. Werdet ihr zu oft heruntergestoßen, ist Game Over. Ebenso, wenn ihr zu viele Kunden verliert, wenn ihr sie nicht beliefert. Parodius ist eine sehr schöne Portierung der NES-Version. In diesem Shoot'em-up könnt ihr aus verschiedenen Raumschiffen auswählen und ballert euch durch die Gegnerhorn. Das Spiel nimmt sich dabei nicht selbst zu ernst und das merkt man auch an jeder Ecke. Eine klare Empfehlung für Fans des Genres mit hohem Wiederspielwert. Pit Fighter ist die Spielhallenportierung des gleichnamigen Beat'em-Ups. In gnadenlosen 1 gegen 1 Kämpfen kloppt ihr euch mit Computergegnern. Wie wurde portiert? Naja, ihr seht es selbst. Macht lieber einen Bogen drumherum. Q-Bert ist natürlich die solide Portierung des Spielhallen-Klassikers aus den 80er Jahren. Aus einer isometrischen Ansicht heraus steuert ihr das kleine niedliche Wesen, springt über Kästchen und müsst diese damit dann einfärben. Es machen euch jedoch natürlich auch diverse Gegner das Leben schwer. A
R-Type 2 ist natürlich der Nachfolger des Shoot'em-Up-Klassikers, der früh auf den Gameboy portiert wurde. Euch erwartet hier solide Kost, die im Vergleich jedoch nicht viel hinzufügt. Euch erwartet ein gutes Waffensystem, dessen Hauptmerkmal der Satellit ist, der euch bei euren Kämpfen hilft. Wenn ihr einen soliden Shoot'em-Up spielen wollt, könnt ihr hier zugreifen. Action-Plattformer steuert ihr Max und eure Aufgabe ist es, diverse Weltallstationen von Alien zu befreien. Dazu könnt ihr natürlich springen und schießen, jedoch habt ihr auch eine Art Wurfhaken, der euch über Abgründe hilft. Ihr seid entweder zu Fuß unterwegs oder in einem Mech. Außerdem gibt es natürlich ein kleines Upgrade-System, mit dem ihr eure Waffe und Sprungfähigkeiten verbessern könnt. Ein nettes Spiel mit solider Technik. Ich erwarte euch die Portierung eines frühen Spielhallenspieles und das Ganze erinnert etwas an den Klassiker Bubble Bobble. Eure Aufgabe ist dabei einfach, erledigt alle Gegner. Dabei werft ihr Wellen, die die Fieslinge in Schneebälle verwandeln. Diese müsst ihr dann vom Bildschirm wegkicken. Gute Portierung des Klassikers, der wenig Neues hinzufügt. Ihr steuert den Affen Spanky durch diverse Plattformer-Level. Diese umfassen wie alte Spiele an Klassiker immer nur einen Bildschirm und eure Aufgabe ist es, die dortigen Gegner zu erledigen. Dazu balanciert ihr einen Ball, der bei jeder Berührung größer wird und dann die Fieslinge erledigt. Ein netter Zeitvertreib für zwischendurch. Hier erwartet euch die Portierung des damaligen Sportklassikers. Hier wird aber jedoch keine normale Sportart abgebildet, sondern die Zukunftsdisziplin des Speedball. Hier geht es auch gerne mal etwas ruppiger zur Sache. Ziel ist es, den Ball in das gegnerische Tor zu bekommen. Grundsolider Titel, jedoch mussten leider viele Abstriche gemacht werden und die Technik ist daher eher mäßig. Ein Werbespiel zum Vollpreis, das müsste man sich heute mal trauen. Hier steuert ihr das Maskottchen der Marke 7-Up durch einen soliden Plattformer, der jetzt aber wenig spektakuläres Neues bietet. Gegner erledigt ihr, indem ihr sie mit Kisten bewerft. Und noch ein Spiel mit dem Maskottchen der Getränkemarke. Das hier jedoch ist das erste Spiel mit diesem Charakter und das spielt sich ganz anders. Hier bewegt ihr abwechselnd mit dem Computer auf dem Spielbrett verschiedenfarbige Punkte und färbt diese dann damit eingrenzende gegnerische Steine ein. Ziel ist es natürlich, die gegnerische Farbe zu eliminieren. Diese Zeichentrickserie ist nicht so bekannt, aber natürlich ein alter Klassiker. In diesem Spiel übernehmt ihr die Steuerung über einen der beiden Spione. Hier müsst ihr in den Leveln bestimmte Gegenstände einsammeln und das natürlich schneller als eure Gegner. Um den zu verlangsamen, könnt ihr natürlich auch an bestimmten Stellen Fallen legen. Dieses Star Trek Spiel versucht einzelne Szenen der Serie einigermaßen gut nachzustellen. So steuert ihr in einer Art Shoot'em-up die Enterprise durch seitlich scrollende Level und müsst dabei auf Asteroiden schießen. Aber ihr werdet natürlich auch auf Bodenmissionen geschickt. Leider ist nichts davon wirklich gut umgesetzt. Neben Star Trek muss natürlich auch das andere große Sci-Fi-Franchise in Videospielform gegossen werden. Herausgekommen ist ein Plattformer, der lose der Handlung des Filmes folgt. Leider müsst ihr Reflex wie ein Jedi haben, um das Spiel durchzuzocken, weil es echt schwer ist.
Wieder ein Formel-1-Spiel und dieses bietet jedoch eine etwas andere Ansicht. Ihr steuert euren Boliden nämlich aus der Vogelperspektive durch die Rundkurse. Dadurch bekommt das Ganze natürlich ein ganz eigenes Spielgefühl, das man entweder mag oder eben nicht. Ein solider Titel für Rennspielfans. Seltsamer Titel, aber durchaus ein solides Spiel. In diesem Plattformer liegt der Fokus auf das Bewältigen von, Plattformer-Einlagen und nicht so sehr auf das Bekämpfen von Gegnern. Die Passagen müssen teilweise kreativ bewältigt werden und so muss man zum Beispiel schon mal auf einer Kanonenkugel reiten. Mein Name ist Pont. James Pont. In diesem relativ durchschnittlichen Plattformer steuert ihr den namensgebenden Helden durch die verschiedene Umgebung. Auf eurer Reise helfen euch natürlich diverse Gadgets und so könnt ihr euch zum Beispiel euch verlängern. Leider ist die Optik sehr krümelig geraten, aber wen das nicht stört, kann hier mal einen Blick riskieren. Der Name ist schon verrät, erwartet euch hier der Nachfolger vom beliebten RC Pro AM auf dem NES. Aus einer isometrischen Perspektive heraus steuert ihr kleine Autos durch Rundkurse. Ein guter Titel, der das Spielgefühl des Klassikers auf den kleinen monochromen Bildschirm portiert. In diesem Plattformer steuert ihr das Ding aus dem Sumpf. Leider ist das Spiel somit der größte Mist, den es für das System gibt. Schlechte Technik, idiotisches Spielprinzip. Wenn ihr euch nicht quälen wollt, macht bitte einen weiten Bogen um das Spiel. Das Spiel setzt bei seinem Vorgänger an und bietet euch wieder solide Beat'em-up-Action. Es verbessert sich im Vergleich zum ersten Teil an vielen Stellen und ist daher sogar noch besser. Nicht nur Turtles-Fans können hier zugreifen. Eines der frustrierendsten Spiele meiner Kindheit. Dabei hat sich der Entwickler eigentlich Mühe gegeben und ihr spielt grob einige Szenen der Filmvorlage nach. Die Verfolgungsjagd auf dem Motorrad ist zum Beispiel spielbar. Leider ist es aber einfach zu schwer und vor allem der erste Level ist einfach nur undurchsichtig. Die verrückte Addams Family sollte ja eigentlich jedem bekannt sein. Natürlich gab es auch Videospiele mit ihnen. Klassischerweise wartet euch hier natürlich ein Plattformer. Mit verschiedenen Waffen könnt ihr euch zur Wehr setzen und stellenweise könnt ihr euch sogar zum Beispiel in einen Werwolf verwandeln. Netter, aber durchschnittlicher Titel. Hier wartet euch ein interessanter Plattformer, der in seiner Aufmachung etwas an ein Shoot'em-up erinnert. Ihr scheut hier einen Mech, der kann natürlich leider nicht fliegen, aber dafür verschiedene dicke Bomben zur Verfügung hat. Solltet ihr einmal getroffen werden, seid ihr ihn erstmal los und ihr habt nur noch eure popelige Pistole. Also immer schön aufpassen. Sehr schöner Titel, der sich mal etwas anders als die Standard-Plattformer spielt. Der erste Teil war ja leider nicht so der Bringer und der Nachfolger ist leider auch nicht das Gelbe vom Ei. In diesem Action-Plattformer scheut ihr natürlich Spider-Man und das eher schlecht als recht. Die Steuerung ist nämlich einfach vermurkst und vor allen Dingen das Klettern an den Wänden ist viel zu fummelig geraten. Hier sollten selbst Superhelden-Fans Abstand halten. Thank you.
Vorgänger war so erfolgreich, dass es natürlich auch einen Nachfolger geben musste. Ihr steuert Bugs in diesem Action-Puzzler durch die Level, mit Schlüssel suchen, Räume absuchen und Gegnern ausweichen. Die Fieslinge könnt ihr aber immerhin durch einmalig benutzbare Waffen ausschalten. Ich weiß nicht genau wieso, aber gefühlt war The Chessmaster damals eine ganz große Sache. Zumindest hat sich irgendwie dieses Titelbild in mein Gedächtnis gebrannt. Dabei ist das Spiel an sich eigentlich unspektakulär. Es ist Schach, es ist solide und der Computer Gegner ist durchaus kompetent. In diesem Lizenzspiel zu der Spielzeugserie erwartet euch eine Minispielsammlung. So müsst ihr zum Beispiel in einem Auto gegen eine Wand fahren oder besonders elegant aus einem Hochhaus springen. Die Spiele sind okay und passend zum Thema, sind jetzt aber natürlich nichts Besonderes. Finger weg von dieser Lizenzgurke. Ihr seid Bart und müsst euch in einer Spielshow à la American Gladiator beweisen, indem ihr Minispiele bestreitet. Das Spiel ist jedoch teilweise frustrierend schwer und hat eine haklige Steuerung. Auch der Simpsons-Faktor holt da nicht viel raus. Ihr erwartet euch ein sehr guter Plattformer, in dem ihr den allseits beliebten Buster Bunny steuert. Das Spiel bietet euch jetzt vom Gameplay her eher die gewohnte Genre-Kost, aber dafür ist die Technik sehr gut. Plattformer-Fans können hier auf jeden Fall nichts falsch machen. Natürlich musste auch das berühmte Paar auch in Videospielform umgesetzt werden. Herausgekommen ist natürlich ein Plattformer. Welche Überraschung! Ihr steuert Jerry, müsst Käse einsammeln und allerlei Hindernissen ausweichen. Netter Plattformer ohne großartigen Höhepunkte. In Track and Field spielt ihr einige Leichtathletik-Sportarten nach. Diese spielen sich alle relativ simpel, wie man es von den Sportspielen der Zeit einfach gewöhnt ist. Im Normalfall müsst ihr auf Tasten hämmern oder ähnliches. Das Spiel ist okay, fühlt sich aber heute dadurch etwas altbacken an. Ähnlich wie Track and Field erwartet euch hier ein Sportspiel, in dem ihr diverse Leichtathletik-Disziplinen zu bewältigen habt. Im Vergleich fällt jedoch die etwas lockere und comichaftere Präsentation auf. Wenn man auf diese Art von Spielen steht, kann man hier auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Naja, jetzt mal ganz ehrlich, was erwartet ihr bei diesem Titel? Ihr bekommt genau das, was ihr denkt. Ein solides Beachvolleyball-Spiel. Das Ganze ist durchaus solide umgesetzt, wobei die Technik jetzt nicht gerade glänzt, aber durchaus okay ist. Nichts Besonderes, aber wenn man Beachvolleyball auf den Gameboy zocken will, kann man hier nicht viel falsch machen. Scheint ja fast das Jahr der Formel 1 Rennspiele gewesen zu sein. Auch in diesem Spiel steuert ihr die Boliden wie im Konkurrenten von Sunsoft aus der Vogelperspektive. Ein durchaus solides Spiel, das jetzt aber nichts großartig anders macht, um aus der Masse herauszustechen. Man kann aber nicht viel damit falsch machen.
erwartet euch ein klassisches Shoot'em-up im Stile von Solar Striker. Natürlich könnt ihr euer Raumschiff mit den genre-typischen Waffen-Upgrades verbessern und ab und zu bekommt ihr einen besonders hartnäckigen Boss zu Gesicht. Ein großartiger neuer Kniff bekommt ihr zwar nicht, aber solide Action mit guter Technik. Yoshi erschien bei uns unter dem Namen Mario und Yoshi und ist ein klassisches Puzzlespiel. Auch hier fallen von oben Symbole herab und ihr müsst immer gleiche kombinieren, damit sie wieder verschwinden. Ihr steuert die Steine jedoch nicht direkt, sondern quasi den Boden. Der besteht aus 4 Platten, die ihr immer wieder vertauschen könnt. Ein netter Twist zu einem bewährten Spielprinzip.